Hallihallo, meine lieben Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Schauen wir doch mal ganz kurz. Schlachtzugsbrowser. Wenn es losgeht, geht's los, würde ich mal sagen. Ich wäre dabei beim neuen Raid. Aha, 21 Minuten Wartezeit ist auch nice. Ja, wir hätten uns hier nicht das letzte Mal ausloggen sollen, mitten während der Quest. Die ist nämlich anscheinend jetzt resettet. Das ist ja ein richtiger Dreck. Muss ich mir den ganzen Shit also nochmal anhören, ne? Entspannt euch und trinkt etwas. Nee, nicht. Wo ist denn das Mädel jetzt? Eigentlich stand sie ja hier, aber hier ist sie nicht mehr. Ich befürchte, ich muss es nochmal ganz von vorne hören. Das ist aber ganz schön ätzend. Dann steht die mit Sicherheit hier wieder. Nee, hier steht sie aber nicht. Weisheit für Elisande. Dann verstehe ich es gerade nicht. Ah, hier. Das ist echt unbereit. Das ist richtiger Bullshit. Jetzt muss ich mir den Schmarrn wieder anhören. Ja, die Alterungskammer. Zeitmagie, kennen wir alle schon. Wenn ihr euch ein bisschen mit der Weinherstellung auskennt, wisst ihr ätzend. Die Bedeutung der Fermentierung. Wir genießen das Privileg, Blablabla. Zeitmagie einzusetzen. Das Ganze kennen wir schon. Sie letzter Part. Ach, hier, schau mal an. Die Stoppuhr muss ich auch starten, wenn ich sie schon hier habe. Dann so, und hier hat das letzte Mal aufgehört. Na, es ist doch nicht so viel, was wir jetzt hier erneut machen müssen. So, und hier haben wir nämlich jetzt das letzte Mal nicht mit dir gesprochen. Also, warum genau seid ihr hergekommen? Dies ist mit Sicherheit einer der gefährlichsten Orte für Mitglieder des Widerstands. Talysra hat mir gesagt, ihr hättet eine einzigartige Methode, mit Insekten fertig zu werden. Wie geht das? Insekten? Habt ihr ein Insektenproblem? Margot sieht euch kurz neugierig an. Kein Problem. Die Antwort liegt direkt vor euch. Mana-Würms jagen die Insekten, die hinter unseren Bäumen her sind. Sie schützen unsere kostbaren Pflanzen und sind wohlgenährt. Ich werde bei unserer Tour etwas Zeit einplanen, damit ihr welche sammeln könnt. Ich danke euch. Ich bin nun bereit, weiterzumachen. Ich hoffe, es hat euch in den Gebäuden vor uns befindet sich die Flaschenabfüllung. Jede Flasche wird magisch versiegelt, um die Essenz des Nachtbrunnens zu bewahren. Ein Fass Argwein aus unserem Rebgarten hält sich hunderte von Jahren. Ich dachte, mit der Zeit kommt erst der Geschmack. Vor uns seht ihr jetzt unser Versandzentrum. Von dort aus schicken wir hunderte Fässer Argwein in die Stadt. Die Magistrix überwacht alle Aktivitäten sehr... Tut ihm nicht weh! Was ist euer Begehr? Entschuldigt bitte. Es tut mir sehr leid. So ein Fehler wird nicht wieder vorkommen. Eieiei. Eieiei, die sind ja hart. Der arme Kerl. Gefällt es euch hier? Sie sind einfach... Ich hasse sie. Wenn wir ihnen nicht dienen, werden wir verbannt oder getötet. Doch solange die Großmagistrix sich um die Sicherheit dieser Gegend kümmert, kann ich nichts dagegen tun. Ihr müsst sicher über gute Verbindungen verfügen, um es gehör geschafft zu haben. Wächst der Widerstand? Kann er wahrhaft etwas gegen Elisandra ausrichten? Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Wir machen jeden Tag Fortschritte. Margot seufzt.
Die Chancen stehen gegen uns. An jeder Ecke unterliegen wir und werden verbannt. Doch ihr und die erste Arkanistin, ihr seid noch an unserer Seite. Daran kann ich glauben. Ich glaube an die Dämmerlilie. Aber genug davon. Seid ihr bereit, unsere Tour zu beenden? Kommt bald wieder. Wo waren wir? Jenseits der Brücke befindet sich der wichtigste Teil unserer Weinherstellung. Hier reichern wir den Wein mit der Nachtbrunnenessenz an, damit unser Volk die regenerative Wirkung genießen kann. Hier muss ich euch verlassen, um den nächsten Programmpunkt vorzubereiten. Wir treffen uns an der nächsten Station. Mein Assistent, Silverin, wird euch den Infusionsprozess vorstellen. Ja, sehr schön. Das klingt auch gut. Ruft einfach. Willkommen, genießt ihr die Besichtigung. Und jetzt können wir sogar 200 Mana mehr tragen. Ich hoffe, ihr wisst, dass dies eine seltene Ehre ist. Es wird nicht jedem gestattet, sich an diesem geweihten Ort aufzuhalten. Silverin richtet würdevoll seine Manschetten aus. Um an der Vorführung teilzunehmen, nehmt ihr euch einfach ein Energiegefäß und begebt euch zu uns in den Teich. Fangt dann mit der Schüssel die kleinen Tautröpfchen der Nachtbrunnenenergie auf. Nur so lässt sich die Essenz auf sichere Art und Weise handhaben. Wenn euer Behältnis voll ist, begebt ihr euch zu unserem Vorführungsfass und gießt die Infusion vorsichtig dort hinein. Viel Vergnügen. Vergnügen, hä? Was ist das hier? Ja. Man muss einfach nur aufpassen, dass man hier in den Dingern drin steht. Allzu viel Zeit hat man nämlich nicht, sich dahin zu positionieren. Na, das war's schon. So, der Bottich ist voll und das muss jetzt in den Wein rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Arbeit abgeschlossen. Ja. Entspannt. Einfach, oder? 250.000 EP, Artefaktpower. Nicht schlecht. Während ihr das überwältigende Ergebnis der Nachtbrunneninfusion genossen habt, hat Margot bereits eine weitere Vorführung für euch vorbereitet. Geht über die Brücke und dann nach links, dann über eine weitere Brücke und dann nach rechts. Ihr findet sie dort auf der Entsaftungsveranda. Weiterhin viel Vergnügen bei eurer Besichtigung. Silverin lässt ein extrem gekünsteltes Grinsen aufblinzen. Ist mir ein Vergnügen. Über die Brücke? Dann rechts, oder nicht? Nee, links. Dann wieder über die Brücke und dann rechts, oder nicht? Ich glaube, so war's. Ja, ist auch richtig. Ich sehe es da hinten schon. Ach, der Schmarrn hier. Das ist auch gerne mal eine World Quest, glaube ich. Die Arbeit im Rebgarten. Ich bin bereit, bei der Herstellung von Argwein zu helfen. Angefangen haben, müssen wir zügig arbeiten, denn die Zutaten verderben leider sehr schnell. Aha, es braucht noch etwas Fruchtiges und Blumiges. Ja, das ist Schattenfrucht. Ihr scheint nicht ganz bei der Sache zu sein. Belastet was ist denn fruchtig und was ist blumig? Macht kurz Pause, dann versuchen wir es erneut. Stellt euch an den Tisch.
Sobald wir angefangen haben, müssen wir zügig arbeiten. Etwas Fruchtiges und etwas Blumiges. Das war fruchtig. Es braucht etwas Flüssiges. Das ist Wasser. Kann ja nur Wasser sein. Es besser fließt. Ihr seid ein Naturtalent. Aber es fehlt noch etwas. Lasst mich mal nachdenken. Der Saft muss gut durchgeknetet werden. Wasser. Springt in den Bottich und stampft kräftig durch die Mixtur. Ihr seid ein Naturtalent. Aber es fehlt. Es braucht etwas Flüssiges. Oh, schon wieder Wasser. Damit es besser. Ihr seid ein Naturtalent. Nein, nicht springen. Aber es fehlt noch etwas. Lasst mich mal nachdenken. Ich denke, da fehlt eine saure Note. Fügt Schattenfrucht. Die Schattenfrucht hinzu. Genau, was wir brauchen. Aber es noch was. Fehlt noch etwas. Der Saft muss gut durchgeknetet werden. Springt, das ist die einfachste Geschichte. Stampft kräftig. Sehr gut. Lasst mal sehen. War's das? Ich denke, da fehlt eine saure Note. Fügt bitte Schattenfrucht. Ein das war's. Ausgezeichnetes Ergebnis. Und ihr habt wirklich noch nie Wein hergestellt? Ich werde ihn sofort abfüllen lassen. Ich habe ja nicht mal meine Schuhe ausgezogen. Wir stellen nur edelste Weine her. Dies ist der letzte Teil unserer Besichtigung. Ihr könnt jetzt frei und nach Belieben durch den Garten wandeln. Dort werdet ihr eine große Anzahl in der Luft schwebender Mana-Würms bemerken. Ich bin mir sicher, dass der Rebgarten ein paar von ihnen nicht missen würde. Viel Glück bei eurem Insektenproblem, meine Liebe. Margot schenkt euch ein warmes Lächeln. Ach, guck mal hier, gibt's dann auch noch einen Petterman, ne? Aber ich habe die Quest ja auch schon mal gemacht. Mit meinem Monk halt damals. Obwohl ich da auch nicht jetzt mega viel gemacht habe. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Ruft einfach, wenn ihr etwas benötigt. Motten. Diese Tiere sind ja so barbarisch. Sie fressen unsere Ernte auf und die Malavrims tun nichts, um sie davon abzuhalten. Ihr seht noch ganz fähig aus. Unternehmt etwas gegen diese Kreaturen, damit wir unsere Ernte rechtzeitig ernten können. Also, bitte. Lebt wohl. Das kriegen wir hin. Ich muss ja sowieso gegen die Motten fighten. Wenn die hier im Weg sind. Ja, da ist noch ein Viech. Hier ist schon wieder eine Arkanistin. Boah, wieso habe ich dir den. Aber ich habe dem gerade so viel Damage gemacht. Hatte ich einen Eislanzenprock und hatte das nicht gecheckt? Muss ja so sein. Okay, die kann man übrigens auch nicht kürschnern. Boah, Alter, wenn diese komischen Eislanzen hier losgehen. Na, frag aber nicht nach Sonnenschein, du. Meine Güte. Da muss ich ein bisschen aufpassen da rechts. Hier, das sind diese Eiszapfen. Arbeit abgeschlossen. Boah. Der Damage ist schon krass. So. Ich weiß nicht, was diese Mottenquest bringt. Aber ich denke im Zweifel wenigstens ein bisschen Ruf bei den Nachtsüchtigen. Genau, Seidenflügel-Sabotage. Und hier. Ich werde diese Andenken für euch einpacken lassen. Sehr schön.
Silverin betrachtet euch besorgt. Ich sollte mich hier mit euch und Margot treffen und euch aus dem Rebgarten geleiten. Meine Herrin Margot ist stets pünktlich. Ich fürchte, etwas Furchtbares ist geschehen. Bitte sucht sie und stellt sicher, dass es ihr gut geht. Ergreift sie! Ach du Scheiße. Ruhe! Auf Befehl der Großmagistrix seid ihr hiermit der Aufwiegelung angeklagt. Ihr untergrabt meine Autorität und müsst euch dafür verantworten. Ich tat, was ich für richtig... Wow. Ich will nichts mehr hören. Eure Strafe ist der Tod. Weitermachen. Ja. Macht die Rebgärten gefügig. Ungehorsam werde ich nicht dulden. Die haben Margot gerade gekillt. Arbeit ab. Ach, die Arme, die war so lieb. Ruft einfach, wenn Margot, ihr etwas benötigt. Nein. Silverin ist leichenblass und schäumt vor Wut. Wie können sie es wagen? Margot hat alles getan, was sie ihr aufgetragen haben und noch mehr. Der Argwein ist nie versiegt, trotz allem, was sie uns angetan haben. Und ihr? Solch ein Unrecht darf nicht ungesühnt bleiben. Wir müssen Margot rächen. Tötet 8 Weingutvollstrecker oder Weingutaufseher. Revenge. Revenge. Na gut, liebe Leute. Ich mache an dieser Stelle Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder. Ich werde mal gucken. Das dauert hier einfach auch zu lange. Das werden wir ein andermal machen. Ja, ist ganz interessant im Moment. Macht mir Spaß. Hätte ich gar nicht gedacht. Gar nicht mal so schlecht, diese Quests. Gut, liebe Leute, wir hören uns morgen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.